Egal in welcher tief emotionalen Situation wir uns befinden, sei es eine Niederlage oder ein großer Erfolg, in diesem Moment haben wir das Gefühl, es scheint von Dauer zu sein. Doch dem ist nicht so. Menschen und ihre Gefühle befinden sich in einem steten Wandel, in einem steten Prozess und du musst lernen, das zu akzeptieren und damit richtig umzugehen. Du bist im Verkauf tätig und du bereitest dich seit Wochen auf einen sehr, sehr wichtigen Kunden vor, weil du weißt, wenn du hier den Deal abschließen kannst, wird dir das eine fette Provision einbringen und sicherlich auch noch den ein oder anderen Folgeauftrag. Es kommt zum Termin, alles läuft super, dein Kunde ist begeistert und er möchte nur noch einen Tag Bedenkzeit haben. Am Morgen darauf ruft er dich an und sagt, es wird doch nichts, ich möchte nicht, ich möchte den Vertrag nicht abschließen, ich möchte das Produkt nicht kaufen, ich möchte diese Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen und auf einmal, bruch, deine ganze Welt, alles was du dir jetzt gerade an Erwartungen aufgebaut hast, fällt auseinander. Und du bist dir ziemlich sicher, dass nach so einem großen und wichtigen Kunden kein neuer mehr kommen wird und selbst wenn, dann wirst du auch da mit Sicherheit nicht den Abschluss finden. Stell dir dieselbe Situation im Positiven vor. Der Kunde hat ja gesagt, er hat unterschrieben, er hat das Produkt bestellt oder die Dienstleistung. Du fühlst dich extrem motiviert und hast das Gefühl, das wird jetzt so weitergehen. Jeder große Kunde, der jetzt kommt, wirst du den Vertrag wasserdicht abschließen. Das wird alles klappen und super werden. Und auch diese Situation wird nicht immer wieder eintreten. Es werden auch wieder Menschen kommen, die Nein sagen zu dir. Und damit möchte ich dir aufzeigen, dass Erfolge und Niederlagen niemals von Dauer sind. Und beides ist wichtig. Aus den Niederlagen lernst du und bei den Erfolgen stellst du sicher, dass sie immer und immer wieder kommen, indem du das Notwendige dafür tust. Doch wie der Mensch so gebaut ist, entsteht gerade in diesen intensiven negativen Emotionen, in diesen Momenten, das Gefühl, das wird jetzt für immer so sein. Aber du musst mal eine Nacht drüber schlafen, dann geht es dir schon ein bisschen besser und nach einer Woche ist das Ganze schon wieder vergessen, weil du das nächste Projekt angegangen bist, den nächsten Verkauf getätigt hast und. Es wird immer wieder passieren, dass du Erfolge und Niederlagen im Leben hast. Es ist ein steter Wandel, ein steter Prozess und du musst es akzeptieren und lieben lernen, dass das einfach dazugehört. Und denk immer daran, Erfolge, aber auch Niederlagen sind niemals von Dauer und das ist auch gut so.